So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator und wie versprochen zur AMD Expansion Mod. Letztes Mal haben wir hier ja ein etwas älteres System nachgebaut. Heute werden wir einen Server, wenn man das so will, nachbauen mit AMD Epic CPUs. Und da sind mir tatsächlich ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die vielleicht nicht so hundertprozentig richtig sind in der Mod, die man vielleicht noch updaten könnte. Aber kommen wir gleich zu. Erstmal nehmen wir unser Case und das wird in dem Fall auch nochmal wie drüben, weil man es einfach so schön mitarbeiten kann, ein Open Bench Table sein. Dann suchen wir uns ein Mainboard, das ist relativ easy. Einfach nach SP3-Sockel suchen. Und wir haben bis zu 6000 MHz RAM-Unterstützung. Schön wäre es, wenn es so wäre. Aber okay, nehmen wir mal. So, ich würde tatsächlich hingehen und sagen, wir gönnen uns direkt ein fettes Netzteil. Hier nehmen wir einfach mal ein EVGA Supernova Sekunde. Diesmal lieber schickere Kabel. So, das wären die hier. Und dann können wir hier nochmal zum Netzteil gehen. Sehr schön. So, bei der CPU wird es jetzt interessant, denn da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Wenn wir hier jetzt mal nach AMD Epic suchen, sehen wir diese ganzen Chips. Wir werden natürlich in 64 Kerne mit 128 Threads nehmen, weil warum nicht? Aber mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, die hier nicht ganz zutrifft. Zum einen ist der AMD Epic 7702 hier zweimal drin. Einmal hier oben, einmal hier unten und es ist wirklich die exakt gleiche CPU. Also das ist ein bisschen komisch. Das muss man vielleicht nacharbeiten. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, und da war ich erstmal ganz verwundert, wieso hat dieser Chip einen höheren Takt als dieser, obwohl der eigentlich ein besserer Chip ist, teurerer Chip. Und da war ich erstmal sehr, sehr verwirrt, hier übrigens auch ähnlich. Das liegt ganz einfach daran, dass das hier der Basistakt von diesem Chip ist, Basistakt 2250 MHz, aber das hier ist nicht der Basistakt von diesem Chip, sondern der Boosttakt. Da hat sich jemand wohl verschrieben. Denn der Basistakt wäre hier, glaube ich, 2200 MHz. Und hier der Boosttakt, glaube ich, circa 3400. Also eigentlich, ja, müsste halt die Zahl, die hier steht, auf jeden Fall kleiner sein. Egal, ob man jetzt Basis- oder Boosttakt nimmt, als bei dieser CPU. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt letztendlich auch auf theoretisches Übertakten irgendeine Auswirkung hat. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den eigentlich High-End-Chip, den 7742, und schauen mal, was wir damit machen können. Der hat auch, wie wir ja gerade gesehen haben, eine etwas höhere TDP. Und werden auch mal direkt das System mit maximalem RAM ausstatten. Tatsächlich gibt es hier im Spiel auch ECC-RAM. Es ist immer unterschiedlich, welcher hier kompatibel mit irgendwas ist. Aber ich bin gerade ein bisschen verwundert. Okay, aus irgendeinem Grund hat dieses Board keine ECC-Unterstützung. Können wir nach ECC-Unterstützung bei den Boards hier suchen? Sockel, SP3. Na gut, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Na, dann müssen wir so suchen. Ah, okay, hier steht es auch nebendran. DDR4, DDR4, ECC. Ah ja, okay, also haben die Entwickler der Mod das so ein bisschen verändert. Weißt du was? Dann würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir ein anderes Board. Ich würde schon gern den ECC-RAM aus mehreren Gründen nehmen. Zum einen, weil es den so sonst im Spiel nicht gibt und zum anderen, weil wir damit tatsächlich mehr RAM in einem System haben können, als es jemals so Vanilla in PC-Building Simulator möglich ist. Und genau das wollen wir natürlich hier mal ausprobieren, was Besonderes. Also nehmen wir das SP3 Aorus Extreme. Auch ein schickes Board. Also 7742. Wollen natürlich jetzt uns gleich anschauen, was für super schicken RAM es hier, also schick jetzt vielleicht nicht, aber was für super coolen RAM es eigentlich gibt. So, wir werden natürlich das System mit dem Maximum ausstatten. Das Coole an AMD Epic ist ja, dass die auch meistens 8-Channel-Memory unterstützen. Also
die laufen am schnellsten, die Chips, wenn sie tatsächlich ein System sind, was voll mit RAM bestückt ist, mit 8 von 8 RAM-Riegeln. Und genau das werden wir hier natürlich tun. So, müssen wir hier runter zum ECC-RAM. Und das Krasseste ist, es gibt halt wirklich 64 GB ECC-RAM. Und das Schnellste hier ist tatsächlich dieser mit 3200 MHz. Aber wenn wir mal ausrechnen, wie viel RAM in diesem System jetzt ist, wenn wir das aufgefüllt haben komplett, sind es einfach mal 512 GB. 512! Also das ist halt... Ups, da wollen wir nicht. Das ist halt wirklich unglaublich krass. ECC-RAM hat natürlich auch noch seine eigenen kleinen Vorteile gegenüber normalem RAM. Aber das wird sowieso in ein paar Jahren recht unnötig aus Gründen. Denn tatsächlich werden ja DDR5-RAM-Module von sich aus ECC-Unterstützung haben. ECC bedeutet im Grunde, dass RAM-Riegel, wenn bei irgendeiner Anwendung, wenn da etwas errechnet werden muss, was ja eigentlich bei jeglicher Anwendung beim PC der Fall ist, und es kann passieren, dass bei dieser Rechnung ein Fehler aufkommt. Wenn du einen normalen RAM hast, wird das dazu führen, dass du in 99% der Fälle dann Bluescreen kriegst. Bei ECC-RAM führt das dazu, dass der RAM selbst seinen Fehler korrigieren kann und das System weiterläuft. Das ist halt ein unglaublicher Vorteil. Und meistens gibt es ECC-RAM halt auch in größeren Kapazitäten. Hier nehmen halt 64 GB Riegel in dem Fall. Und das kriegt man sonst halt einfach nicht. So, als Grafikkarte würde ich hier einfach trotzdem mal eine 3090 einbauen. Auch wenn dieses System eigentlich nicht für Gaming gedacht ist, also nicht im Entferntesten. Tun wir das einfach mal, warum nicht? Wir können es halt. So, sehr schön. Aber ich muss sagen, wir hätten vielleicht vorher hier eine SSD einbauen sollen, denn jetzt kriegen wir wahrscheinlich hier keine mehr drunter. Ja, sorry, 3090, aber da musst du noch mal kurz Schau sagen. Wir müssen hier erstmal uns um ein wenig Speicher... Huch, passt die VP 4100 da nicht rein? Wow, okay, tut sie wirklich nicht. Das ist blöd. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich auf die hier hinauslaufen. Auf die S40G. So, dann können wir hier nochmal eine 3090 einbauen. Sehr schön. So. Jetzt können wir natürlich zum einen eine Custom-Wasserkühlung bauen. Ich bin mir allerdings noch nicht mal 100% sicher. Huch. Ja, da hat jemand einen Fehler gemacht. Hier fehlt ein Bild. Beim Raijintech CWB-TA4. Theoretisch könnten wir, wie gesagt, jetzt eine Custom-Wasserkühlung zu bauen. Es gibt dabei allerdings ein kleines Problem und das ist tatsächlich in dem Fall eigentlich schon fast eher meine Gehäusewahl in dem Fall gewesen. Denn das Größte, was wir hier einbauen können, sind 360er Radiatoren bei einem Open Bench Table. Das Spiel lässt uns leider nicht einfach einen Radiator daneben liegen, wie man das in Real Life theoretisch einfach machen könnte. Und da wäre der maximale Luftstrom 150 CFM. Aber tatsächlich wäre das Stärkste, was wir hier dann verwenden können, der HE01. Oh nein, den haben sie... Genau, den haben sie nicht SP3-kompatibel gemacht. Ernsthaft? Leute! Gibt's einen... Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob es einen anderen gibt, der vergleichbar stark ist. Glaub nicht, ne? Nee. Ja gut. Dann müssen wir jetzt gucken, was wir machen. Ja, also was, dann machen wir eine Custom-Wasserkühlung. Macht ja ehrlich gesagt dann sonst keinen Unterschied mehr. Ich muss sagen, ich habe aber hier noch nie so wirklich eine Custom-Wasserkühlung beim Open Bench Table gebaut. Also schauen wir mal. So, das Klügste ist theoretisch halt so einzunehmen, weil dieser CPU-Block deckt halt wirklich die komplette CPU ab, im Gegensatz jetzt hier zu einem von diesen Corsair-Blöcken. Gut, doch, der geht auch. Doch, der ist auch okay.
Aber meistens gibt es halt CPU-Blöcke, die eigentlich ursprünglich nicht designt wurden für eine CPU in der Größe von einer AMD EPYC oder Threadripper CPU und die man tatsächlich aber trotzdem dafür verwenden kann. Das ist aber meistens nicht die klügste Entscheidung, weil an irgendeiner Stelle die CPU dann viel zu warm laufen wird, weil das nicht ganz abgedeckt ist. In dem Fall geht's aber. So, huch. Ach, hier oben. Hier kommt der 360er hin. Na gut, ne? Geht schöner, würde ich sagen, aber können wir mit leben. So, was haben wir noch nicht? Eigentlich müssen wir nur noch hier etwas machen. Aber hier würde ich tatsächlich mal Softtubes einfach der Einfachheit wegen nehmen. So, von da gehen wir dann hier rüber und dahin. Sehr schön. Und dann nehmen wir hier ganz normales transparentes Kühlmittel und schauen gleich mal, dass wir das System booten und ein bisschen schauen, was wir hier so an Performance herausholen können. Bin auf jeden Fall durchaus gespannt, was wir hier mit schaffen. Hier dauert noch ein klein wenig. Ne, das sind nicht die kürzesten Tubes, weil ja, die Soft-Tubes sich immer einen super langen, komischen Weg suchen. Aber hey, ist okay. Können wir mit leben. Ja, aber ich bin wirklich gespannt. Zum einen, was für Einstellungen wir hier bei dieser CPU und dem Mainboard machen können. Und zum anderen, was die letztendliche Performance ist. Also da bin ich schon sehr gespannt. Okay, wir können die CPU übertakten. Wir können auch den RAM übertakten. 3200 wäre Standardtakt. Okay. Das heißt, 3600 müsste er auf jeden Fall schaffen. Hier werden wir mal gucken, was wir da so hinkriegen. Vielleicht schaffen wir 2450. Bitte. Wir haben ja nicht die GPU an der Wasserkühlung angeschlossen. Ich wollte das wirklich der CPU vorbehalten. Aber die ist ja das Besondere an dem System. So RGB-Zeug brauchen wir eigentlich nicht installieren, weil wir nicht wirklich RGB zum Einstellen haben. Aber ich habe es einfach trotzdem mal getan. Dann können wir hier die zwei Sachen wenigstens einstellen. Ja gut, und hier. Aber das ist nicht der Hauptpunkt bei diesem System. So, jetzt wird's interessant. Was werden wir hier so für Temperaturen haben unter Last? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wow, nur 70 Grad. Und das trotz 200 MHz Übertaktung. Das ist sehr solide. Sehr, sehr solide. Ich würde mal nochmal 200 MHz probieren. Ich vermute, das wäre dann aber auch so ziemlich unser Limit. Es kann, wie gesagt, sein, dass Stand jetzt hier der 7702 stärker performen würde. Einfach weil der Takt, der hier angegeben ist, höher ist. Ich sage es an der Stelle nur nochmal, sollte eigentlich nicht so hoch sein, wie hier steht, aber ich gehe davon aus, in einem vielleicht zukünftigen Update der Mod wird das bestimmt auch nochmal gefixt. Also insofern gibt es jetzt Schlimmeres als das. Huch, da wollten wir nicht hin. Hierhin wollten wir. So, was haben wir diesmal für einen Takt? Temperatur. Takt wissen wir ja. Was? Nur 1 Grad oder 2 Grad wärmer? Kann es sein, dass etwas sehr kaputt ist mit dieser CPU? Ist das eventuell möglich? Oder lassen sie einen bis zum tatsächlichen Takt hoch? Das wäre natürlich cool. Das wären dann 3350 MHz oder... Obwohl, nee, eigentlich sind es bei der ja 3400. Also wir sind immer noch idle bei 49. Das ist immer noch sehr okay. Und total im Rahmen. Weißt du was? Probieren wir einfach mal. Probieren wir einfach mal ein gutes Stück drauf zu geben jetzt noch. Das ist vielleicht zu viel, 3450, aber
Probieren wir es doch einfach mal. Was soll schon passieren, großartig? Außer, dass wir einen Bluescreen kriegen. Er ist noch nicht abgestürzt. Und er läuft sogar. 78 Grad. Okay. Wahrscheinlich lassen wir gleich das System so mit 5 GHz laufen. Interessant wäre es schon. Ganz ehrlich, das würde ich gern sehen. Nicht, dass es irgendwie Sinn machen würde, aber hey. Muss nicht immer alles Sinn machen. Ich muss aber sagen, da kann ich nicht so viel zu praktischer Erfahrung sagen, wie weit sich so eine AMD Epic CPU übertakten lässt, weil ich muss zugeben, ich habe noch nie eine AMD Epic CPU übertaktet. Und ich setze mich mit denen normalerweise auch nicht so sehr auseinander, weil die ein bisschen außerhalb meines Interessensbereichs und außerhalb meines Budgets sind. Insofern bin ich da nicht so hundertprozentig drin bei Epic. Bei Threadripper schon so noch, aber bei Epic bin ich dann halt draußen. Okay, wir haben aber das Maximum anscheinend herausgefunden. Über 4 GHz kommen wir leider nicht. Schade. Aber dann lassen wir es halt mal bei 3950 laufen. In der Theorie sollte das hier funktionieren. Oder? Sag bitte ja, Spiel. Wäre sehr lieb von dir. Oh. Schade. Dann halt 3850 wieder. Das wäre jetzt halt wirklich schön gewesen, wenn wir die 4 GHz geschafft hätten. Aber hey, vielleicht findet ja irgendeiner von euch einen Weg, das hinzubekommen. Könnt natürlich, wie gesagt, letztes Mal war die Mod ja schon unten in der Videobeschreibung verlinkt, diesmal wird sie es auch sein, die Mod euch runterladen und ein bisschen ausprobieren. Vielleicht schafft es ja einer von euch mit mehr Kühlung oder vielleicht auch ein bisschen mehr Spannung aus dieser CPU 4 GHz rauszuholen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder sagt es mir im PC Building Simulator Kanal auf Discord. Freut mich auf jeden Fall immer zu hören, wenn ihr bin hier so ein bisschen rumprobiert und natürlich auch in dem Fall die Entwickler der Mod damit unterstützt. Denn zwar haben wir heute hier jetzt gerade schon ein paar kleine Bugs und so weiter gefunden, die jetzt bekannt sind, aber ne, desto mehr Leute das spielen, desto mehr kleine Fehler kann man finden und dann natürlich beheben. So, wir wollen natürlich trotzdem gucken, dass wir auch hier bei der Grafikkarte ein bisschen was rausholen. Weiß leider auch nicht da so ganz genau, wie weit wir kommen werden, aber wir geben einfach mal unser Bestes. Ja, wir sind immer noch bei 70 Grad. Ja, jetzt kratzen wir in 80. Bin überrascht, wie viel wir hier rausholen können aus dieser 3090. Probieren wir mal das hier. Nochmal 10. Und nochmal 5. Ja gut, jetzt gehen wir wirklich in kleinen Schritten voran, weil gleich ist wahrscheinlich Schluss, könnte ich mir denken. Ja. Okay. Das heißt, 2285 MHz ist da das Maximum für uns. So, jetzt bin ich aber mal bei 3D-Mark gespannt, was wir die hier so rausholen. Holy shit. 78 FPS in 3D-Mark. Im CPU-Teil 79. Holy shit. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass 3D-Mark in Real Life so gut laufen würde an der Stelle, weil der 3D-Mark nicht so hundertprozentig gut darin ist, super, super viele Kerne gleichzeitig auszulasten, soweit ich weiß. Also klar, 16 bei einem 5950X noch drin, aber 64 bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Da lasse ich mich natürlich auch gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, dass er die nicht hundertprozentig alle auslasten würde. Schade, nicht die 100 FPS trotz 3090 übertaktet ist. Und ja, diesmal habe ich wirklich auch eine 3090 eingebaut, nicht wie letztens bei diesem Video, wo ich gesagt habe 3090 und dann war es nur eine 3080. Das finde ich aber auch super dumm gemacht, also kann ich hier nochmal kurz zeigen. Wenn ich hier runter gehe bei wassergekühlte GPUs, die sind normalerweise in einem gewissen Maße zumindest nach Preisen sortiert, eigentlich. Und wenn ich hier runter gehe, haben wir hier ne 3080 und so weiter, dann haben wir hier unten 3090, dann kommt nochmal eine 3080 und dann wieder eine 3090. Davon war ich ein bisschen verwirrt. Aber hey, das ist hier wahrscheinlich aus dem Grund, dass die einzelnen Sorten von Grafikkarten hier hintereinander kommen. Hier halt die Reference-Karten von Corsair zum Beispiel, dann hier die RGB-Modelle, alle hintereinander, die Strix und so weiter. Da habe ich einfach nicht aufgepasst in dem Moment und habe hier aus Versehen eine 3080 genommen statt einer 3090. Aber hey, kann halt mal passieren. Wow, wir haben ernsthaft einen höheren CPU-Score als einen GPU-Score. Holy shit. Ich glaube, damit kann man auch ganz neue Ebenen von Ergebnissen hier bei 3D mal rausholen. Wisst ihr was? An der Stelle überlasse ich es einfach mal euch, hier noch eine zweite 3090 drauf zu tun und wirklich das Maximum vom Maximum rauszuholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Werte ihr hier hinbekommen habt. Ich gehe davon aus, dass es da bestimmt ein paar findige Leute gibt mit Custom-Wasserkühlungen, die es hier in die Nähe von 30.000 Punkten schaffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also bin mir sehr gespannt. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr so rausgeholt habt. Und natürlich, wie gesagt, Link zur Mod ist unten in der Videobeschreibung. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, die Mod hier auszuprobieren. Und wir werden in Zukunft auch hin und wieder, wenn es irgendwelche interessanten Mods gibt, können wir schon nicht mehr reden. Wenn es irgendwelche interessanten Mods gibt, dabei reinschauen und einfach mal gucken, ne, was wir so haben. Wahrscheinlich vor allem neue Hardware, aber hin und wieder auch irgendwelchen anderen Kleinigkeiten. Einfach mal kurz reinschauen. Und wie gesagt, ich kann natürlich auch gerne mal noch ein Mod-Tutorial oder Mod-Installieren-Tutorial machen. Auch wenn das, wie gesagt, von Mod zu Mod immer ein bisschen unterschiedlich ist. Und ja, ich habe es noch nicht vergessen. Auch das Übertakt-Tutorial wird irgendwann kommen. Nur, ja, noch nicht. Es wird noch ein klein wenig dauern. Aber sie wird kommen. Das verspreche ich. So, das soll es aber auch für heute erstmal mit PC Building Simulator gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da und ein Abo, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.